Hi Leute und herzlich willkommen zum 21. Teil schon von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Im letzten Teil hatte ich relativ entnervt dann den Teil abgeschnitten, weil wir gerade an einer unmöglichen Stelle östlich der Minen von Nashkil waren und dort auf ein paar ziemlich miese Typen getroffen sind, die ich immer noch nicht zur Strecke gebracht habe, aber ich hoffe mal, das kriegen wir jetzt kurz hin. Und wenn es dieses Mal nicht klappt, dann verspreche ich euch, latsche ich sofort weiter. Und dann müsst ihr diesen Quatsch hier nicht noch ertragen. Nicht noch länger ertragen. Ich gehe jetzt mal mit meinem stärksten Charakter kurz rein, weil ich mir überlegt habe, vielleicht können wir diese drei Typen dann einfach kurz da reinlocken. Rauslocken. Und da kommen die hierher. Und unsere Freunde hier mit den Bögen, die sollen sich darauf konzentrieren, die Platz zu machen. Und mit ihm laufen wir einfach weg. Ich hoffe jetzt mal, dass das Ganze so einigermaßen klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Moment sieht es noch nicht so richtig danach aus. Oh nee, jetzt war ja der Typ hier auch noch. Jo, den brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Ach ja. So, jetzt haben wir die Ärsche noch auf dem Hals. Noch besser. Aber vielleicht haben wir Glück. Ich laufe jetzt einfach weg. Mit unserem Hauptbösewicht. Ah ja, jetzt haben wir mal zumindest einen zur Strecke gebracht. Das ist schon mal deutlich mehr, als wir die letzten 100 Mal gefühlt geschafft hatten. Oh, jetzt schaut es schon wieder eher negativ aus. So. Das werden wir wohl nicht überleben. Naja, vielleicht auch doch. Ich denke mal nicht. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich die Stelle einfach hinter mir und wir gehen da später mal zurück. Ich könnte eigentlich mal kurz noch reinschauen, was es da überhaupt zu holen gibt. Vielleicht ist ja nur ein Trank oder so. Latsche ich einfach mal hier rein. Naja, eine coole Rüstung, ein paar Pfeile. Bisschen Schrott. Okay, und einen Monsterbeschwörungsstab. Jedenfalls nichts, auf das wir als akut angewiesen wären. Da ich aber noch ein paar Slots frei habe, würde ich gern Folgendes machen, und zwar zumindest hier diesen... Ach nee, diesen Zauberer, den lassen wir jetzt auch in Ruhe. Wir vergessen jetzt diese dämliche Stelle, ich will jetzt nicht mehr sehen für heute. Und ich glaube, euch reicht's auch schon bis hier oben mit diesem Quatsch. Weil wir wirklich die letzten 15 Minuten des letzten Teils eigentlich nur damit verbracht haben, irgendwie diesen Idioten hier zu bekämpfen. Die ganzen schwarzen Flecke auf der Karte, die wir dann später haben, da wissen wir dann zumindest, da lauert ein böser Mensch, auf den wir jetzt gerade nicht treffen wollen. Was haltet ihr überhaupt von meinem Let's Play? Mache ich irgendwas gut? Mache ich irgendwas falsch? Ich würde mich echt mal auf ein bisschen Feedback von euch freuen. Das sage ich nicht nur so, weil ich es gerne sage oder weil ich euch irgendwie beschleimen will, aber ich würde versuchen, die Videos besser zu machen, wenn ihr sie nicht so gut findet. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr sagt, hey, du bist gar nicht so kacke. Du bist gar nicht so kacke, Junge. Mehr erwarte ich ja gar nicht. So. Hier sollte eigentlich noch eine Nekromantin auf uns irgendwo warten, die ein paar Bösewichte um sich geschart hat. Ich konnte die aber bisher nicht so richtig finden. Ich will auch mal bezweifeln, dass hier noch viel weiter geht. Die muss dann irgendwo anders sich verstecken. Wir hatten da in Nashkil eine bisschen verwirrte, naive Dame getroffen, die uns berichtet hat, dass ihr Mann mit einem Hexenluder durchgebrannt ist. Und unser Doran hier, der Charakter, der hat dann gleich die Feststellung gemacht, dass es wohl um seine alte Bekannte von ihm
gehen könnte. Allerdings, dass seine Bekannte keine Anführerin sei und er sich wundert, was hier für eigenartige Dinge passieren, da diese Nekromantin angeblich so viele Jünger um sich schart. Davon konnten wir aber bisher noch nichts sehen und ich glaube auch fast nicht, dass wir hier noch besonders fündig werden, wenn ich ehrlich bin. Wow, hier gibt es einen bösen Menschen, der heißt Telka oder eine Frau. Das könnten ja durchaus diese Typen sein. Da würde ich jetzt mal sagen, die locken wir noch ein bisschen her. Aber die scheinen wohl auch nicht ganz so kacke zu sein. Ja, okay. Vielleicht überleben wir das Ganze ja. Yes. Da gab es jetzt absolut null Erfahrungspunkte dafür. Das finde ich ein bisschen schockierend, wenn ich ehrlich bin. Aber mir fällt gerade auf, ich habe vielleicht noch ein bisschen eigenartige Rüstung an. Und zwar habe ich hier diese Stiefel der Bodenhaftung für Elektrizitätsschutz. Die werde ich jetzt mal wieder eintauschen durch meinen Liststiefel. Und, oh, die Immun ist übrigens aufgestiegen. Und unsere Leitfigur hier, dem Dorn, den geben wir alles, was irgendwie Widerstand macht. Und dann ist er hoffentlich der am meisten geschützt ist an der Front. Iman können wir jetzt endlich mal aufsteigen lassen wieder. Die kann er eh schon alles so gut. Taschendiebstahl 100%. Die könnte doch eigentlich mal lernen, zum Beispiel sich zu verstecken. Wobei mir ist eigentlich fast wichtiger, sich leise zu bewegen und im Schatten zu verstecken zu können. Ja, what do you want? Wir haben ja auch noch die Möglichkeit hier zu pennen mal kurz. I'll get right on that. Vielleicht warten hier hinten gleich ein paar Bösewichte auf uns. Da hätte ich gerne noch vorher eine Runde geschlafen und mich ein bisschen geheilt. Ja, what do you want? Dann machen wir das mal. Wir sind ja jetzt schon ganz oben auf der Karte. Was ja auch ganz gut ist an dem neuen Baldur's Gate ist, dass hier oben gleich immer also ein kleiner Indikator ist, was wir gerade machen, zum Beispiel heilen oder welche Waffe wir gerade benutzen. Schleiche ich mich mal hier vor und versuche mich mal im Schatten zu verstecken vielleicht. Vielleicht aus Imuen. Nee. Ach, latsche mal einfach ein bisschen vor. Ups, das ist schon der Nächste. Das ist schon der Nächste. Oh, greift auch an. Da ist noch einer. Das könnte diese Kommandenmiststück sein. Das sieht doch schon mal so nach was aus. Ihr da, heißt ihr Chazar. Los, antworte gefälligst und keine Lügen. Da hängt nämlich euer Leben von ab. Okay. Ach, die kenne ich schon. Seid nicht so griesgrämig, Mädchen. Ach, bla bla. Ach, die haben wir doch vorher schon mal getroffen, diese Typen. Die waren doch die, die wir vermieden hatten, als wir aus der Mine rausgegangen sind. Ihr unwürdigen Schweine. Ah, ich liebe es, wenn Frauen so mit mir reden. Richtig dreckig. So, jetzt ist er hier verzaubert und ich glaube, das Ganze ist aussichtslos. Dann machen wir jetzt die Spastis mal kurz Platz. Das sollte ja noch drin sein, würde ich sagen. Schleichen wir uns wieder ein bisschen fies vor. Da ist sie ja. Vielleicht können wir das Gute anlocken. Ah, jetzt ist er schon wieder komplett verwirrt und vergiftet. Sehr gut. Die Olle hier, die müssen wir definitiv aus dem Weg räumen, weil die nämlich solche Giftpfeile verschießt und das kann ich gar nicht leiden. Ich brauche nämlich mein Gegengift noch für Spinnen später. Nicht für so eine blöde Olle. Ach, ich habe jetzt mal Lust drauf, mir so einen Trank einzubauen. Was nehmen wir denn da?
Heldentrank, damit mal ein bisschen was für diesen Scheiß hier wegkommt. Schnelligkeitsöl, das ist für mich eines der besten Tränke, den nehme ich nicht her. Dann nehme ich mal Itivinol. Probieren wir doch den mal, weil mehr als nicht gehen kann es ja nicht. Das ist ja voll super, da. Chazar. Jetzt komm halt dann her, genau. Vielleicht trifft er jetzt ja voll super. Ja, aber sie trifft noch deutlich besser, würde ich sagen. Und schon ist er tot. Da ist eigentlich das allerbeste Mal echt so ein Massenvernichtungsquatsch dabei. Wir haben doch irgendwas, was uns schützt gegen solche Geschosswaffen. Naja, das hat doch eher an. ETV 0 Bonus. Geschosswaffen. Mir scheint es trotzdem, als ob er das besser verträgt als sie. Way ahead of you, boss. Also was wir jetzt gar nicht brauchen können, ist die Imuen an der Front. Weil die verträgt das sowieso absolut null. Vergiftet ist sie auch. Ach ja, haben wir noch so einen Trank rein. Und noch einen Heiltrank. Jo, das scheint wohl nicht so viel zu bringen. Ich könnte es eigentlich mal wieder mit so einem Blitzstrahl versuchen. Indem ich dieses Miststück hier ein bisschen nach vorne locke. Und dann schießen wir mit ihm einen schönen Blitzstrahl. Und die Imon greift an. Vielleicht hilft es ja was. Irgendwann muss ja der Blitzkack hier auch mal weg. Und dann sind schon wieder diese Trottel hier. So. Dann muss der Chazar wohl nochmal schießen, ne? Vielleicht treffen wir sie alle auf einmal. Yeah! Mieses Miststück. Und machen wir gleich nochmal, weil es so Spaß macht. Komm schon! Nein, nicht in den Blitz laufen! So, der soll jetzt mal sicher fertig machen und die zwei schießen auf die anderen. Yes, und eine ist down. Jetzt ist ihr halt wieder verwirrt und vergiftet. Shit. Mal wieder klasse. Okay. Oh, das war auch kein netter Spruch. Also einen Versuch noch und dann habe ich keinen Bock mehr und wir kehren da später mal zurück, wenn wir mehr Power haben. Müssen wir halt doch Richtung diese blöde Knollfestung latschen, auch wenn ich mir das jetzt gerne erspart hätte. Zumindest fürs Erste. Aber anscheinend sind wir echt noch nicht zu skilled für diese Gegend. Oder nicht skilled genug für diese Gegend. So, jetzt probieren wir das eigentlich nochmal, weil es hat ja gar nicht so schlecht funktioniert. Und zwar hau ich jetzt ihm hier mal... Elektrizitätswiderstand 100%. Wenn ich den mal vorher gesehen hätte... Da könnten wir eigentlich nochmal zurück zu diesen anderen Trotteln gehen. Ach ja. Ach genau, ich wollte einen Trank. Dann gebe ich ihm jetzt diesen Heldentrank hier. Quatsch, den wollte ich gar nicht. Ich wollte... Habe ich vorhin den falschen getrunken? Soll er kriegen.
damit er hoffentlich ein bisschen mehr böse Dinge macht. Und was machen die anderen? Genau, er haut diesen Leuten noch Blitz rein. Yeah? What do you want? Die Immun schießt schon fleißig wieder. Scheiß drauf, was sie zu sagen hat. Jetzt wird wieder ein bisschen Magic betrieben. What you got for me this time? Die blöde Kuh hier, die ist jetzt endlich aus dem Weg geräumt. Und ich würde alles dafür tun, wenn wir das hier überleben. Er ist schon wieder auf so einem Haltemodus irgendwie festgelegt. Ah, dann versuchen wir jetzt die Platz zu machen. Yeah. Vielleicht geht da noch was. Ah, bitte überleben. Und noch ein Blitzstrahl rein. Und das müsste es dann gewesen sein. Shit. Kasar, du musst schneller zaubern, Mann. Ja, das ist doch ganz gut gelaufen. Schade. Ja, top of my to-do-list. Am besten wär's, er würde halt voll psychopathisch alle niederschnetzeln. Aus wohl zu viel verlangt. Deswegen braucht er nochmal diesen Trank hier. Was haben wir denn hier? Genau diesen Trank. Den können wir gleich wieder einbauen. Was könnten die anderen denn machen? Wir machen jetzt das genauso wie jetzt gerade, würde ich sagen. What you got for me this time? Weil das ging echt gut. What you got for me this time? Dun. So, jetzt versuchen wir gleich mal den Zauber vor dem Miststück zu unterbrechen. Dafür ist er wohl dieses Gelumpe wohl noch gut genug. Und er ist schon wieder vergiftet, was ziemlich beschissen ist. Ich will jetzt, dass die zuerst stirbt. Koste es, was es wolle. Ah, vielleicht können wir die Situation echt noch so hindrehen. Nee. Khazar, du musst schießen! Du schießt! Teufel! Aha. Jetzt läuft sie weg wie ein kleines Mädchen. Yes! Und die SCH-LMP machen wir jetzt auch noch platt, weil die hat nämlich Angst. Yes! Endlich! Ein kleines Erfolgserlebnis nach 100 Versuchen. Geil. Und wie viele, gut, paar Blitzladungen hat uns das jetzt gekostet, aber nicht so schlimm. Dafür auch eine geile Rüstung, einen, wow, geil, super Trank. Der kann nämlich Brand verursachen, das ist ein Brandöl. So, hier noch ein bisschen Schrott und eine tolle Rüstung. Die ist, glaube ich, aus Leder. Die kann dann zum Beispiel Immun vielleicht mal später tragen. Oh, ich hoffe, jetzt reichen unsere Slots noch. Ja, gut. Sollte vielleicht doch mal öfters Tränke trinken, dann bleibt auch mal ein bisschen Platz übrig. Jetzt kann er wieder nichts mehr schleppen, oder? Super. Kannst du Immun tragen? Müssen wir hier ernsthaft diese Tränke wegwerfen, oder? Nee.
bitte noch aus? Was kann... Ach, ich bin ein Idiot. Ja, hier... Hat er viel zu viel Zeug dabei. Und... Genau, er kann diese schwere Rüstung noch tragen. Überhaupt ist er sowieso der Tollste, weil er die Leute so easy peasy wegstreckt. Wir hatten doch dann noch irgendwas hier oben. Einen Plattenpanzer, geil. Zwei Tränke. Ja, die will ich jetzt aber noch mitnehmen. Yeah, I'll get right on that. Und dann haben wir endlich vielleicht mal eine anständige Ausrüstung. So. What you got for me this time? Safen unbedingt. Genau, aber hier war nämlich der Höhlenausgang aus der Höhle von Nashkel. Und wenn man hier... Oh, nee. Wenn man hier nämlich rausgeht und nach oben latscht, nachdem man diese ultraschwere Höhle zu Ende gebracht hat, dann wird man gleich von den vier bösen Weibern hier niedergestreckt. Wünscht sich bestimmt auch keiner. Leute, ich mache jetzt ganz kurz einen Cut. Im nächsten Teil, gehen wir vielleicht nochmal zurück hier in den Osten und erledigen diese Typen, weil ich gerade ja rausgefunden habe, dass wir einen Gegenstand haben, der 100 Blitzresistenz gibt. Und zwar dieser tolle Trank. Und dann könnten wir das durchaus nochmal versuchen. Wir sehen uns dann gleich hier an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao.